Der EMBA ist mit der Praxis auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise verbunden. Beispielsweise dadurch, dass Praktiker bei uns im Unterricht tätig sind oder dass Fallstudien konkret im Unterricht behandelt werden oder dass Studierende ganz konkret Praxisfälle aus dem Unternehmen heraus bearbeiten und selbstständig bearbeiten müssen in Gruppen. Also eine besondere Form der Zusammenarbeit ist der Leistungsnachweis Managementberatung, so wie wir das nennen. Da geht es eigentlich konkret darum, dass wir ein Mandat akquirieren bei Unternehmen und dann die Studierenden in Gruppen diese konkrete Problemstellung bearbeiten. Und das sind erfahrungsgemäß wirklich auch, so wie Studierende sagen, so die Schocki-Projekte von ihnen, die spannendsten Projekte, weil sie wirklich real sind und den Unternehmen wirklich einen großen Mehrwert auch leisten. Wie kamen wir überhaupt auf die solche Praxisprojekte? Erstmal praktizieren wir die schon seit Jahren und zudem haben wir dann häufig auch Fallstudien verwendet und dann gemerkt, Studierende sind viel stärker auch daran interessiert, an ihren eigenen Problemstellungen zu arbeiten und zum anderen aber auch Mandate zu bearbeiten, die für Unternehmen ganz konkret relevant und interessant sind. Unternehmen, die dann vor allem auch daran interessiert sind, dass ihre Problemstellungen gelöst werden. Wie kommen wir an solche Mandate? Wir kommen an solche Mandate, weil wir ein weit verzweigtes Netzwerk zu Unternehmen in der Zentralschweiz haben, aber natürlich auch zu unseren ehemaligen aus der Weiterbildung, die den Kontakt weiterhin zu uns suchen. Und sie wissen dann schließlich und endlich auch, was sie dafür bekommen, wenn sie bei uns solche Mandate in Auftrag geben. Wir haben zusammen mit dem EMBA eine strategische Partnerschaft als Unternehmung, Schurter AG. Und als zweites ist es für mich persönlich auch wichtig, weil ich selber auch ein EMBA gemacht habe, dass ich den Bezug zu den Studenten habe. Also unsere Erwartungen haben sich bis jetzt in jeder Aufgabenstellung erfüllt, in jedem Mandat, das wir den Studierenden gegeben haben. Es ist sicher so, dass man nicht immer alles eins zu eins umsetzt, aber es hilft einem doch immer wieder, dass man gewisse Lösungsansätze kann verwenden kann und die nachher in der Praxis auch entsprechend umsetzen. Und ich denke, so entsteht für beide Seiten eine Win-Win-Situation. Bei uns ist die Zusammenarbeit in der Jahresplanung verankert und wir haben uns das als Zielsetzung gesetzt, dass wir alle Jahre ein Mandat am EMBA geben können. Das hilft uns eigentlich, dass wir wirklich Studierende hier im Haus haben, die sich mit der Unternehmung auseinandersetzen, wo uns Lösungen aufzeigen, die für uns vielleicht so nicht denkbar sind. Und das hilft uns immer wieder, vielleicht auch einen unkonventionellen Weg einzuschlagen und bringt uns auch als Unternehmung weiter. Die Zusammenarbeit ist so zustande gekommen, dass die Hochschule Luzern mich kontaktiert hat. Und ich habe spontan und sehr gerne Ja gesagt zu dieser Idee, weil ich bin ohnehin der Meinung, dass Hochschule und Wirtschaft noch viel enger zusammenarbeiten sollten. Also wir haben schon verschiedene Mandate gegeben. Drei spannende kann ich nennen. Das eine ist um die strategische Markenpositionierung gegangen. Das andere ist um Strategie im Servicegeschäft gegangen. Und das dritte ist um Recruiting gegangen und Employer Branding. Das Ergebnis, was ich erwarte von so einer Arbeit, sind eben, dass die Leute mit offenen Ohren und Augen zu uns hineinkommen und ganz unkompliziert Prozess anschauen, schauen, was machen wir, wie machen wir es und dann nachher möglichst viele kritische Fragen stellen und auch Empfehlungen abgeben. Ich denke, es gibt in einer kleinen Firma immer Fragestellungen, die dich brennend interessieren, aber du weder Zeit noch vielleicht Mittel noch die Leute hast, um dich diesem Thema wirklich anzunehmen. Wenn du eine externe Gruppe hast, die einen guten Background mitkriegt und Interesse hat, etwas zu bringen, dann kannst du so eine Fragestellung reingeben. Du musst dir Zeit nehmen fürs Coaching, aber du kriegst eigentlich eine Problemlösung erarbeitet, die du selber kaum machen kannst. Das ist mal das eine. Also du kannst konkrete Fragestellungen lösen. Das zweite aber auch, dass du einen Sparringpartner hast, der dich auch wieder mal ein bisschen herausfordert, dich hinterfragt. Du musst dich eigentlich rechtfertigen für Sachen, die dir sonnenklar sind, immer so gewesen sind. Du also richtig anschaust. Aber so eine Gruppe stellt dir Fragen und du musst eigentlich einfach überzeugt sein, dass der Weg, den du gehst, richtig ist. Also so die Rolle vom Sparringpartnerin, damit du einfach die Kulturblindheit, die immer ein bisschen vor ist, kannst umgehen. Ob die Erwartung erfüllt worden ist? Unterschiedlich, je nach Studiengruppe und je nach Fragethema. Ich denke, es hat wenig mit der Frage zu tun, sondern eigentlich mit der Präzision von unserem Briefing. Da haben wir gelernt, das haben wir am zweiten Mal anders gemacht, besser, detaillierter.
auch mit der Studiengruppe und mit dem Coaching während dem Projekt. In der ersten Studie war es ein bisschen wenig konkret gewesen. Wir hatten uns mehr konkrete Sachen erhofft. In der zweiten Gruppe war es massiv besser gewesen. Dort haben wir wirklich sehr konkrete Handlungsvarianten gekriegt. Gute Vorschläge, ausgedacht, mit einem klaren Massnahmenplan. Die Resultate sind besser geworden. Und von dem her, wenn wir eine dritte Variante oder eine dritte Studie wieder machen, bin ich überzeugt, das wäre nochmal eine Klasse besser.